Ja, red nicht zu viel, Knuckles. Ne? Na gut, dann jump ich mal rüber. Wunderbar. Und das sieht doch schon nach Bosskampf aus. Hier ist ein Checkpoint und ein riesiger Raum. Also, da kommt nur Amy hoch anscheinend. Na gut. Dann einmal hochswingen. Swinge die Dingi. Dann hätten wir hier ein paar Teilchen. Und ansonsten. Ich will da noch nicht rein, nein. Ich will das noch nicht aktivieren. Ich will mich hier umgucken. Also wir sind gerade hinter dem Wasserfall. Ich habe extrem viel übersehen. Aber das war mir schon von Anfang an klar. Und dann gib mir den Kristall. Und natürlich. War es nicht von Anfang an klar, dass die uns den Kristall nicht einfach geben? War es nicht von Anfang an klar? Ja, war's. Richtig. Weil da müssen noch mal ein paar Gegner kommen, die man verprügeln muss, weil ansonsten wäre es ja nicht Sonic Boom. Weil sonst macht er ja nicht Boom, wie ihr hier sehen könnt. Aber ich habe gerade derzeit wirklich nichts dagegen, gegen ein paar Roboter, weil ich brauche sowieso wieder ein paar Roboterteile, die mir dann helfen beim Upgraden, weil ich muss ja dann später wieder extrem viel ausgeben für die Upgrades, wenn ich genug Kronen habe. Ich brauche ja 100 Kronen, dann kann ich weiter upgraden. So, hier fehlt noch was. Der wäre weg. Dann spawnen natürlich noch mal ein paar neue, und zwar die Dinger hier, die sich elektrisch laden können, die sich dann richtig genial fühlen. Aber das wissen wir ja schon. Das sind nebenbei erwähnt meine schlimmsten Feinde, weil die machen mich richtig fertig immer. Aber solange man einen Ring hat bei Sonic, ist alles in Ordnung. Und das Schöne ist, dass meine Kumpane alle mithelfen. So, wenn sich jetzt der nicht elektrisch lädt, dann kann ich da jetzt schön ein bisschen draufkloppen. Einer tot. Der zweite wäre natürlich auch schön, wenn er drauf gehen würde. Komm, bitte, geh drauf. Geh drauf, mein Kumpel. Dankeschön. Okay. Das Bungee. Also nochmal ziehen. Alles klar, wir sind toll. Krass, wir haben einen weiteren Kristall. Cool. Wie viele fehlen jetzt noch? Vier? Da ist vier Level noch. Dann ist das Spiel durch. Wäre schön. Wäre tatsächlich schön. Würde mich freuen. Gut. Hat tatsächlich nicht so lange gedauert, wie ich gedacht hätte. Na gut, wir hatten die Overworld ja noch ein bisschen zu erkunden. Desto weniger ich jetzt machen muss, desto mehr ich jetzt mache, desto weniger muss ich nachher machen, wenn ich das halt nachhole. Und wo muss dieser Kristall jetzt eingesetzt werden? Kriege ich eine Nachricht? Ich hätte gerne eine Nachricht. Oder einen Pfeil, der mir die Richtung angibt. Oder irgendwas. Oder soll ich jetzt nochmal da hinten hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das Spiel jetzt von mir will. Ich habe jetzt den Kristall. Schön und gut. Aber das war's. Hier geht das Level wieder los, ne? Ja, hier geht das Level wieder los. Wo soll ich hin? Wir können ja immerhin jetzt gleich mal was austesten. Und zwar mussten wir ja direkt von Anfang an jumpen. Und wenn ich das direkt mache und jetzt mir hier die Krone gönne und dann aus dem Level rausgehe, das keine Ahnung wie geht. Kann ich hier nicht? Altes Ödland, ja. Hier hin. Altes Eiland. Jetzt ist die Frage, ist es gespeichert geblieben? Oder nicht? Weil ich habe ja jetzt eine Krone mehr. Vier. Sonst hatte ich drei. Wir können ja mal nachgucken, weil das wäre sehr hilfreich. Das wird mir wirklich sehr helfen. Später beim Nachholen von dem ganzen Schrott, den wir verpasst haben. Das erste Level muss ich sowieso komplett durchzocken nochmal.
Work. So. Hey, ist das eine Info? Ich guck auf die Karte. Ich guck hier hin. Es bleibt gespeichert. Das hilft mir sehr. Das hilft mir sehr. So, ich sehe einen Pfeil. Und zu diesem Pfeil renne ich. Ich habe keine Ahnung, ob der mir anzeigt, dass ich jetzt dahin soll. Nein, nein. Ah, unglaublich. Wer platziert die Turbo Booster eigentlich? War ich da drüben schon? Ich glaube, nein. Aus dem Grund renne ich da jetzt einmal hin. In der Hoffnung, dass ich hier vielleicht noch etwas finde. Da drüben ist tatsächlich eine Krone. Ich weiß aber nicht, ob ich da überhaupt schon hin soll. Nein, ich gehe jetzt straight dem Pfeil nach. Weil in 8 Minuten ist der Part vorbei. Und bis dahin möchte ich noch etwas erreichen. Aber ich kann nichts erreichen, weil sich das, der Pfeil, irgendwie hinter diesen Mauern befindet. Was soll das? Hier ist nichts. Ist das eine Truhe, die einfach rumsteht? Scheint. Spiel, du bist merkwürdig. Wir haben die Hälfte an den Truhen auf der Overworld, auf der neuen. Und dann renne ich jetzt einfach mal da drüben lang. Es sieht so aus, als ob ich da lang soll. Nicht umsonst bringt mich... Na okay, das Spiel hat mich nicht hierhin gebracht. Ich habe mich selbst hierhin bringen lassen. Aber was soll ich machen? Ne? Was soll ich machen? Wenn mir niemand sagt, was ich tun soll, dann muss ich ja irgendwie selbst drauf kommen. Und wir haben 9 von... Also, ja. 10 fehlen noch. Kronen. Hätten wir alle. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Mario Sunshine. Muss ich sagen. So eine ohne Flat-Mission. Bitte, bitte renne ich richtig. Würde ich cool finden, wenn ich richtig renne. Was? Das geht doch gar nicht. Also hier... Wo ist Sonic jetzt? Warum sind die Charaktere zu blöd mitzukommen? Ich komme mir halt richtig verarscht vor. Dann bauen die hier 4 Charaktere ein und die können nichts. Die können nicht mal hinterher rennen. Gut, Amy hat ja so eine kleine Sonderregelung, könnte man sagen. Also hier soll ich als nächstes hin. Und dann da. Weil die kann halt einen Triple Jump und die anderen können das nicht. Das ist aber kein Grund, dass die hier nicht rüber können. Weil ihr seht's ja, dass die es doch können. Nur die Entwickler. Gut. Ich pack mich hier einfach ein bisschen durch, ne? Das läuft ja, wie ihr sehen könnt. So, da drüben haben wir tatsächlich etwas, das leuchtet. So, jetzt muss ich hier rechtzeitig abjumpen. Was haben wir hier? Hier gehört der grüne Kristall hin. Das heißt, ich bin hier vollkommen umsonst. Und jetzt kann ich alles zurückrennen. Ich porte mich. Wo muss ich gerade hin? Da ist das Rufzeichen. Das heißt, ich muss in die Stadt rein wieder. Kann ich mich nicht porten? Wirklich? Wirklich, Spiel? So schlecht? So schlecht programmiert? Dass ich jetzt den ganzen Weg zurückgehen muss? Das findest du okay, Spiel? Ich nicht. Aus dem Grund, sag ich, leck mir am Arsch. So, wir gehen in das Level wieder rein. Und dann porten wir uns zurück. Jetzt müssen wir zwar 2 Ladescreens ertragen, aber es ist mir scheißegal. Weil ich absolut keinen Bock hab drauf gerade. So. So, 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 so. Es lädt. Und ich könnte natürlich das alles rauscutten für euch.
Aber ihr sollt ja das Spiel in seiner vollen Gänze sehen. Wie beschissen es einfach ist. Wenn man sich nie mal porten kann, wenn man an den Ort schon ist, weil man könnte ja dann zu einer anderen Position an den Ort kommen und das wird das Spiel nicht vertragen. Und damit ist der Part wirklich jetzt schon sehr fortgeschritten. In meinen Augen fast schon zu fortgeschritten. Weil wir jetzt halt bei 57 Sekunden sind, Minuten sind. Also ich bei meiner Aufnahme, ihr seid wahrscheinlich bei 17. Hey, ist das eine Insel? Da drüben ist eine Stadt. Sehen wir sie uns an. Ja, nee. Ja, nee. Nee, da. Ja, nee, nee. 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 So, was ist hier? Hier können wir auch was bauen. Mache ich auch direkt. Weil ich cool bin. Das wäre geschafft. Und damit wäre was gebaut worden? Schön, dass die Kamera wieder so hilfreich war. Und mir ganz genau gezeigt hat, was ich jetzt gebaut habe. Hier ist eine kleine Jump'n'Run-Passage. Finde ich cool. Hier passt sie auch hin. Tatsächlich. Also, diese Insel sieht tatsächlich gut aus, wie ich finde. Und dass ich das sag, ne, ist einzigartig. So, hier, Lift. Gut. Dass mich der noch mitgenommen hat. Und dann muss ich... Da ist eine Kiste. Die gönne ich mir, die Teile kommen sowieso zu mir. Und jetzt bin ich hier, okay. Die Teile fallen runter, wenn man zu lange auf ihnen steht. Und jetzt habe ich mich hier in eine Kiste reingebuggt. Aber ich kann mich auch drüber buggen. Und dann hätten wir hier ein Trampolin. Das mir einmal extrem weit schleudert. Und da hätten wir zwei Kronen, okay. Ich kann hier runter und dann bin ich da wieder draußen. Super! Hinter dieser Mauer ist wieder was. Das ist auch wieder richtig geil. Der Pfeil, der hilft mir wirklich. Den. Ohne den Pfeil wüsste ich nicht, wo ich hin soll. Na gut, er ist tatsächlich wirklich hilfreich. Zwar nicht so hilfreich, wie ihr jetzt denkt. Aber ein bisschen hilft er mir dann doch. Ja. Ne? Die Karte ist auch sehr detailreich. Hier. Ich kann genau sehen, wo ich hin soll. Anscheinend soll ich sogar an die Mauer. Oder? Nee. Da muss hinter der Mauer sein, aber wie komme ich da hin? Meinen die jetzt hinter der Mauer? Oder meinen die genau bei der Mauer? Ja, irgendwie muss ich da durchkommen. Hier ist die Heilerin, oder? Oder wer bist du? Ich halte Wache. Ich muss diese Stadt und die Einwohner. Sieht irgendwie episch aus, wie Amy dahinter steht. Zeit für euch. Kommt später wieder her. Und okay. Da ist tatsächlich das Ding zum Einsetzen. Muss man sich auch ein bisschen bekloppt vorkommen, oder? Die Leute auf der Insel, die haben nie Besuch bekommen, weil auf der anderen Seite die ganze Zeit dort alles abgeriegelt war mit so einem Kristall, den nur die Auserwählten irgendwie finden können. Also Sonic, Knuckles, Amy und Professor Layton, der natürlich auch jetzt in dem Game dabei ist, wie ihr wisst. Komm. Ich habe absolut keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Was haben wir hier? Ich kann nicht wieder was bauen. Na gut, mache ich. Mache ich, wir haben das Geld. Ein neues Haus für den Bürgermeister, glaube ich. Dann wechsle ich zu Knuckles. Und guck mir das Haus mal an. So, einmal hier hoch auf das Haus. Und dann einmal vom Haus aus. Weil es nicht geht. Dann nehmen wir die Wand. Hier kann ich auch nicht abspringen, also wir müssen tatsächlich die Wand... Jetzt kann ich hier doch abspringen. Und
hier ist nichts. Hier hätte ich was versteckt. Dann hier hoch. Hier hoch, sagte ich. Dankeschön. Hier rüber. Und hier hätten wir eine Krone, die ich aber nicht bekomme, weil Knuckles sich denkt, ich lass mal los. Ne? Hat ja auch sein Gehirn verloren. Nicht seinen neuen Style hat er bekommen, aber sein Gehirn verloren. Weiß nicht, ob das so gut war, der Tausch. Nee, ich weiß wirklich nicht. Knuckles! Du stellst dich an wie der letzte Vollhonk. Gut. Aber jetzt hat's funktioniert. Ich bin selbst ein bisschen begeistert, dass er es heute noch hinbekommen hat. Dann gehe ich da einmal hoch. Hallo, Knuckles. Knuckles. Knuckles, gut. Das hätte er geschafft. Der Gute. Ich ihm nicht zugetraut. Vor morgen. Dann können wir hier uns einen schönen Überblick über das neue Gebiet verschaffen. Die Welt ist riesig. Aber das wissen wir ja. Hier ist eine Truhe. Die ich öffnen möchte. Aber Knuckles... Ne, er ist stark, aber trifft die Truhe nicht. Da sieht man mal wieder das Gehirn. Es ist doch zu etwas zu gebrauchen. Ja. Der hier, der pisst mich natürlich wieder richtig an. Der Knuckles ist sogar doppelt so stark. Das heißt, der müsste eigentlich schneller down gehen, der Typi. Aber... Ja. So. Was hätten wir hier wieder? Hier ist noch eine Truhe. Hier sind viele Häuser. Und wir haben tatsächlich schon sehr, sehr viele Kisten gefunden. Was ich cool finde. Da unten ist noch eine Krone, aber ich möchte zuerst gucken, was wir hier wieder bauen können. Hier ist wieder ein Bauprojekt. Zum Glück habe ich wieder genug gefunden. Baue ich direkt. Und dann ist natürlich hier auch eine weitere Krone. Und beim anderen, das wir da einmal gesehen haben, da muss es ja dann auch nicht ins Wasser fallen. Gut. Muss es ja anscheinend dann auch was geben zum Bauen. Jetzt komme ich da wahrscheinlich nicht mehr hoch, ne? Na doch, das Trampolin hier drüben. Das hat uns ja hochgeschleudert. Und dann müssen wir hier nur noch über die Brücke gehen. Aber hier sehen wir mal wieder, wie gut es wäre, wenn Knuckles ein Hirn hätte. Na, dann hätte er sich nicht von der unsichtbaren Wand aufhalten lassen. Könnte natürlich denken, Ultra, du zockst extrem schlecht. Aber es ist halt... schweren Spiel, was überhaupt nicht fertig programmiert ist, richtig zu zocken. Und hier haben wir... Wow, ich habe das überlebt. So, wie sieht's aus? Wo geht die neue Mission los? Ich hätte absolut nichts gegen eine neue Mission. Wir müssen ja jetzt langsam aber sicher uns mal... Das ist meine Schuld. Sie sind meinetwegen hier. Ich muss sie weglocken. Wir stecken hier gemeinsam drin. Wir müssen sie weglocken. Hey, Eierkopf und du, Blindschleiche. Holt ihn euch doch. Und damit beginnt ein neues Level. Und damit... endet nun auch der Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei allen. Dieser Ort ist umwerfend. Kaum zu glauben, dass Lyric ihn immer zerstören wollte. Lyric wird von seiner Wut geblendet. Er weiß nicht, wie wichtig das Gleichgewicht zwischen Umwelt und Technik ist. Und die Musik ist auch immer die gleiche. Naja, hier sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn wir Lyric weglocken, der ja anscheinend hinter uns sein sollte, aber da... da ist niemand, da ist nur eine Wall. Und ja, meine Freunde, bis zum nächsten Mal und tschö, tschö, euer Ultra.